Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ein paar kurze Vorworte, bevor wir loslegen mit dem Set. Die Beleuchtung ist heute nicht das Beste. Meine zwei Top-Boxen ist eine, die Lampe, ausgefallen. Und wir haben Sonntag. Yay! Zweitens nicht die gewohnte Brille. Meine andere Brille ist gerade in der Mache, weil ich brauche Gleitsichtbrille. Der Onkel wird langsam 50 und die Augen wurden noch schlechter. Toll. Sonst noch was? Ja, schön gibt es mal wieder keine Autos für einige von euch. Ne? Heute haben wir nämlich von Meiji mal wieder ein schönes Buch. Ich habe euch ja schon Sauron vorgestellt, also Barad-dûr, Saurons Turm. Ich habe euch die Black Pearl vorgestellt, die es gibt. Ne? Also ein schwarzes Schiff natürlich nur. Ja. Meiji auch manchmal LEG geschrieben, aber auf dem Ding steht MG-Ding, keine Ahnung. Die Steinequalität ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, also da kann man nichts dran meckern. Sie lassen sich super verarbeiten, super verbauen. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Steinen. Ja, das ist also mal das Set und die Steinequalität rundum. Ich würde sagen, da gehen wir gleich in die Vollen. Wer hätte es gedacht, das Ganze ist Harry Potter-mäßig. Ne? Als erstes gehen wir mal aber die Grundlage. Das ist das Buch. Das sieht auch so richtig schön aus, wie mit den Seiten und so. Der Bau ist ein bisschen speziell. Die, die das schon kennen, die wissen es. Alle anderen, das ist ein bisschen speziell und macht Spaß, wie das da eingelegt wird. Dann, was auch ganz interessant ist, man achte mal hier drauf, man kann nämlich hier die Bücher aneinander stecken. Das heißt, ihr könntet also eine ganze Reihe von diesen Büchern nebeneinander da oben hinstellen, wenn man es wollte, und miteinander verbinden. Ja, dann so sieht das Buch halt aus und von hinten natürlich nicht anders als von vorne. Jetzt, das ist natürlich Hogwarts und den Gesamteindruck hatten wir jetzt mal hier von oben. So, da sieht man mal das Ganze, das kommt dem Film recht nahe. Das ist ziemlich cool. Und wir kommen hier unten, haben wir diesen typischen Anfang, wo sie da als erstes hier hinkommen mit den Booten, so die ersten. Und da hinten haben wir die Mauer, die ersten Türme. Ich gehe jetzt bewusst noch auf gewisse Dinge noch nicht ein, weil es sind so viele versteckten kleinen Sachen drin, die sind richtig toll. Denn hier die Türme sind auch schön gemacht. Mal die Verwendung des Zahnrads. Das ist bei der Größe ganz optimal, finde ich. Wir haben hier unten ein bisschen Pflanzen, bisschen Grünzeug. Gehen wir rum. Auch hier von der Seite wieder die Türme richtig schön gemacht. Hier oben. Hier sehen wir schon einen kleinen Dementor rumfliegen. Da gibt es mehrere, da gucken wir aber nachher noch genauer rein. Dann haben wir die Seite hier mit den Torbögen unten, oben Bogen. Richtig nett, finde ich. Und auch hier, das, ich glaube, das spricht alles für sich selbst, da muss ich nicht allzu viel sagen. Mir gefällt hier dieser Erker da draußen, der Vorsprung, Balkon, wie auch immer. Also Erker garantiert nicht, aber ihr wisst schon, so eine Art Balkon halt, ne? Große. Hier haben wir den Riesenturm. Der ist auch richtig schön gemacht. Auch das der hier, Kenmeyer, ne? Aus dem Film. Richtig toll. Die anderen Räume. Hier unten haben wir auch noch was Verstecktes, gehen wir gleich drauf ein. Und beachte hier auch dieses schöne Transclear, wo man da reingebaut hat. Es gibt im Ganzen noch ein paar Farbsprenker. Das finde ich toll. Hier unten wieder schön diese Felsen, auf denen die ganze Burg steht. Und hier haben wir natürlich die große Halle. Und die finde ich doch richtig klasse gemacht. Auch hier eben das Transclear im Hintergrund kommt dann richtig schön zur Geltung. Das sieht richtig toll aus. Auch das Dach hier oben drauf. Richtig nett. Hier kommen wir zur peitschenden Weide. Kommen wir gleich nochmal, aber erst den Rundgang beenden und dann hier nochmal die Front der Halle. Und hier hinten haben wir noch eine schöne
Beleuchtung, auch nochmal der Rundgang da oben drauf. Auch hier die Rückseite hier schön mit der Brücke, die rüberführt zu der Beleuchtung und zum anderen Gebäude. Ja, und dann fangen wir doch gleich mit der Ecke an. Wir haben hier eben die peitschende Weide. Klar erkennbar und da oben natürlich das fliegende Auto von den Weasleys. Nett. Gefällt mir tierisch. Ihr habt es vorhin schon gesehen, es gibt Dementoren. Wir haben hier 1, 2, 3 Dementoren, die da herumfliegen. Tolle Anspielung darauf. Und wo wir schon bei Fliegen sind, hier oben haben wir noch den ungarischen Hornschwanz. Wenn mich nicht alles täuscht, ich muss ja nicht sagen, dass ich bei dem vierten ausgestiegen bin. Ich muss da mehr nach den Büchern reden. Ich finde die Filme nicht so toll. Ich mag die Bücher. Ja, aber der ungarische Hornschwanz ist cool gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Dann versteckt ist eben hier hinten noch, haben wir den Basilisken. In der versteckten Kammer da unten drunter. Naja, in diesem Set ist es nicht ganz so versteckt. Aber cool, oder? Das finde ich richtig klasse. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich finde die ganze Szenerie sehr toll. Es ist wie, wenn es halt aus dem Buch direkt rausploppt, von der Beschreibung des Hogwarts und so weiter. Wir haben die ganzen Anspielungen auf die ganzen Ereignisse. Also, ich finde das richtig, richtig klasse. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Hat keine. Was soll ich machen? Ich würde gern meckern. Aber da gibt es doch nichts zum Meckern. Man könnte höchstens noch sagen, sie haben nicht die offizielle Lizenz. Ja. Pfeift drauf. Wenn es in der offiziellen Lizenz solche Sets gäbe, wäre ja toll. Ne? Aber Lego macht sowas ja nicht. Das da hier ist eine richtig schöne Hommage an Harry Potter. Als Fan freue ich mich sehr darüber, über dieses Set. Und es hat mir sehr Spaß gemacht. Spaß, Bauspaß. Man bekommt ein schönes Büchlein, das habe ich doch gar nicht so weit weggelegt gehabt, oder? Ach, keine Ahnung, wo es jetzt liegt. Die Verpackung ist auch nicht sehr groß, finde ich auch super. Das ist die Bauanleitung und hier die Abenteuer der Rückseite, wie es jemand bestimmt sagen täte. Wir sehen halt das Innenleben und hier haben wir eben den ungarischen Hornschwanz, die Beating Willow. Heißt das Willow? Weide? Okay. Dementor und Secret Chamber, genau. Die Bauanleitung ist alles Vollfarbe. Es ist jetzt halt schwierig, dass heute die Beleuchtung nicht so toll ist. Ja. Das tut mir leid. Und so geht's hier ab. Lässt sich alles bewerkstelligen, dass es wirklich kein Hexenwerk ist. Steht drauf 12 plus. Also ich sag mal, ein 8-Jähriger, 9-Jähriger, also 8, 9 Jahre aufwärts und dann klappt das wunderbar. Ja, soweit zum Ding. Der Bauspaß war ziemlich gut. Ich sag jetzt mal, nicht sonderlich überraschend jetzt irgendwie, aber es ist halt cool, während dem Bau diese Szenerie entstehen zu lassen, ne? Wie sie vor dir so entsteht, während du sie baust. Das ist richtig klasse. Es gab jetzt keinen aufregenden Teil, aber ich finde halt dadurch, dass man halt, du baust halt da den Turm, du baust halt dann fügst du das Ganze zu einem zusammen, das macht schon Spaß. Also es hat mir gut gefallen, der Bauspaß, der war cool. Es bleiben viele, viele Einzelteilchen übrig. Au revoir, ich werde alt. Früher wäre mir das nicht passiert. Egal, also ich hätte noch gefangen. Also es sind lauter Einzelteile da und man könnte noch mal ein kleines Autöchen bauen, wenn man wollte. Die Rollschuhe sind dabei. Keine Aufkleber und so weiter, braucht sie auch nichts. Ja, da kommen wir auch schon zum Fazit. Fazit,
Also jedem, den die Szenerie gefällt. Ich meine, man kann ja die Dementoren weglassen, falls man das möchte, und dann einfach sagen, es ist nicht Hogwarts, ein schönes Schloss. Aber wir alle wissen, es ist Harry Potter, und für jeden, dem das gefällt, ist es eine klare Empfehlung. Gute Steine, guter Preis, guter Bauspaß. Also von mir absolut eine Empfehlung. Und der Aufmerksame von euch hat schon gesehen, da hinten vielleicht, ab und zu verändert sich da hinten was. Da steht dann ein großes Harry Potter Buch. Das kommt dann auch demnächst. Als nächstes muss ich mich allerdings erst rumärgern mit einem technischen Motorrad von der Firma K-Box. Die hatte ich noch nie. Im Moment bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich es auch wirklich hätte jemals haben wollen. Wir werden sehen. Also wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich das technische Motorrad als erstes dazwischen einbauen, bevor wir dann zu diesem schönen Buch rübergehen. Ne? Genau. Es sei denn, es kommt irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen. Ich habe noch ein paar Sachen bestellt. Wir werden sehen. Alles klar. Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Habt viel Spaß zum Bauen und beim Bauen und bis zum nächsten Video. Bye bye.